So, herzlich willkommen zur dritten Etappe der Tour of Turkey. Heute von Antalya nach El Mali auf den guten alten Gogubeli. Ist auch irgendwie immer dasselbe. Ich erinnere mich noch gut an Gogubeli. Favoriten fürs heutige Rennen sind Marc Soler aus Spanien, Sam Omen aus Holland, Miguel Ángel López aus Kolumbien, Robert Hesink, ebenfalls Holländer, Patrick Konrad, der frisch gebackene Weltmeister aus Österreich, Lachlan Morton aus Australien, Nicholas Roach aus Irland, dann Vadat Stanislavski aus Deutschland, Thomas de Gent aus Belgien, Jack Haig aus Australia und Arnold Genesson aus Frankreich. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Rennen. So sieht's aus, Jungs. So, herzlich willkommen also zur dritten Etappe. Heute wird's definitiv bergig. Und ja, mal gucken, was abgeht, gell? Also, ich glaube, ich sag dir ehrlich, heute Sieg. Sieg? Ja. Aber nur Etappensieg, kein Gesamtkörper. Okay. Das wär zu viel des Guten, weißt du, was ich meine? Das wär zu viel verlangt, gell? Ja, ich meine, viel verlangt. Viel verlangt, okay. Ach, also lustig, Mann. Wolltest du auch gerade sagen, ich hab's genau gehört. Nur mal. Hart. So, der Slowake. Oh mein Gott, wie dick der dicke Ronaldo ist. Ist der Erste, der angreift. Gonçalves geht gleich mal hinterher, der gute Alte. Perichon und Buga folgen ihm ebenfalls. Und natürlich braucht Brajkovic jetzt wieder ewig, bis er mal durchs Feld fährt. Ist immer so, wenn du jemanden angreifen lassen willst, der braucht erstmal 3 Jahre. Okay, immer ist es nicht so, aber viel zu oft. Ja, doch. Hoffen wir mal, dass wir eine Etappensieg holen, oder? Wäre wichtig für unsere Vertrauen, so weißt du, was ich meine? Ist echt so. So, Brajkovic greift jetzt an, aus dem Feld heraus. Versucht jetzt zu den anderen 5 noch dazu zu kommen. Ah, ich denke mal, wird der schaffen. Ist ja ein guter Kerl. Oder der ist ein Mann mit Hoden. Aber ist schon gut, dass ich den Vertrag von ihm nicht verlängert habe, ey. Der hat so krass an Werten verloren auch. Schon heavy. Ja, glaube ich. Ich würde gerne mal sehen, welche Werte der beim PCM 16 hatte, als ich den gekauft habe. Das muss ich mir wieder angucken in der Folge. Sehr interessant, ne? Ja. Also jetzt mittlerweile hat er noch 71 am Berg. Weil ich glaube, der war beim PCM 16 gar nicht gut. Ich habe dann irgendwie darauf spekuliert, dass der bessere Werte kriegt, weil er zu Bahrain Merida gewechselt hat. Lauter dumme Sachen. So, José González führt momentan das Rennen an. Hat die erste Bergwertung bekommen. González, oder Metzger. Kennst du den? Bruder, das sind alles. Kannst du dich noch an diesen Mann erinnern? Bruder, das sind alles meine Brüder, weißt du? Ich hab die groß gemacht. Auch im Real Life. Merkst du, Pedro Bilbao auf einmal Eier. Ist so. Kasi auf einmal Eier. Jungles, Balken hat vorher schon Eier gehabt. So, man muss auch mal ehrlich sein, weißt du, ich meine so. Aber Kasi und Pedro Bilbao hab ich groß gemacht. Auch Dings. Masponet fährt auch nicht mehr bei Kaya, oder? Doch, der fährt da noch. Der ist ein korrekter Bruder. Ja. Bastard. Ja. Einfach nur ja. Neymar ist Spieler des Jahres geworden. In Frankreich? Ja. Warum auch nicht, ganz ehrlich. Er ist ja auch ein guter Bergfahrer. Warum? Er ist halt auch ein guter Stamislav, oder? So sieht's aus. Das ist meine Fresse, Alter. Also diese Folgen sind wirklich an Scheißlaber. Definitiv, da haben wir neue Maßstäbe gesetzt, würde ich mal fest behaupten, ehrlich, ey. Ja. Ich fürchte auch. Aber man muss ja dazu sagen, wir wollten das ja auch, ne? Ja. Wir haben uns die ganze Jahr haben wir uns schon drauf gefreut auf den Rundfahrt, weil wir da endlich mal reden können, wie die letzten Motherfucking-Kanacken, Alter. So sieht's aus. Ich
sprinten die ernsthaft in die Sprintwertung. Okay, süß. Auf jeden Fall sehr süß. Was geht? Okay. Lachkick. Oh Mann. Gott, das Ding, Leute. Wollen wir aufhören, die Kanaken zu reden und uns normal verhalten? Echt? Ja, ich weiß nicht. Ja, können wir mal auf mir sein. Warum nicht? Warum nicht? Wir sind jetzt gleich beim ersten Berg von, ja, zwei sozusagen, aber ich denke mal, da wird nichts passieren. Ist einfach noch zu weit bis ins Ziel. Natürlich greifen die jetzt an wegen den Bergpunkten und ich verpasse wieder alles. Also alles wie immer. Man kennt's ja. Alles wie immer, du bist ein schlimmer Finger. Das ist der Rap-Sound, oder? Krass, ja. Schon hart. Really, really hardcore, was hier abgeht. Das Feld macht jetzt richtig hart Tempo. Weiß nicht genau warum, aber okay. Oder ich sag dir einfach so, weil die Bock haben. Kann sein, ja. Wieso auch nicht? Ich meine, er ist ein guter Bergfahrer. Ja. Das ist halt echt so, Mann. Und er ist Holländer, oder? Welt so, genau. Ja. Weiß nicht, Bruder. Weiß nicht. Aber bestimmt. Ich denke schon. Ah, ich denke auch. Alles, was ich sag, hat eh Hand und Fuß, von daher kein Problem. So sieht's doch aus. Du hast es verstanden. Ich hab den Plan. Okay, also dass nichts passiert, ist auf jeden Fall natürlich dick. Passiert schon einiges. Es gibt zwar keine Angriffe, aber das Feld macht schon richtig hart Tempo hier. Rajkovic ist jetzt auch eingeholt. Und Roddy Simon ist schon ziemlich am Arsch. Fährt von Poppel mit? Von Poppel? Boy oder Danny? Boy. Ma Boy. Fahren die nochmal? Sky on Track, oder? Oh mein Gott. Ja, Boy van Poppel fährt mit. Now it's Boy van Poppel. Der andere glaube ich nicht. Boy van Poppel. So, wie sieht's noch aus? 66 Kilometer haben wir noch. Gonçalves führt alleine vor den beiden Franzosen Gougar und Perrichon. Und... Ja! Nein, Spaß. Ja, und Simon ist halt so gut wie am Arsch. Now it's Jody. Weil warum nicht? Das heißt, Santa Romita wird wahrscheinlich gleich alleine dastehen. Ich habe mich eigentlich gar nicht entschieden, wer von den dreien der Kapitän sein soll, aber ich glaube, man merkt es halt einfach gerade anhand der Leistung, wer es sein wird, weil Simon ist einfach richtig hart am Arsch. War am Arsch, oder? Ja, schon. Ich hoffe, der kriegt jetzt noch die Getränke einmal geholt und dann kann er auch Feierabend machen hier. Das hat einfach keinen Sinn mit ihm. Und damit einmal mehr Santa Romita, der Kapitän, ist ja nichts Neues. So, dein Santa Romita ist sowas von deinem Vater, ne? Der Wahnsinn, ne? Der hat schon bei Skydive die Saison gerissen. Ja. Und hier hat er auch schon. Ohne den wärst du ja eh nicht aufgestiegen. Nee. Der hat so viele Punkte geholt. Die ist halt einfach wirklich so, Mann. Er ist halt auch ein waschechter Champion, der ist mit allen Wässern gewaschen. So ist es. Das ist halt wirklich so. Ja, aber der ist echt ein solider Fahrer, ne? Also, der also auf PCM immer... ja, in echt ist er eigentlich total die Flasche mittlerweile. Ja, aber auf also im echten Leben sind viele, die auf PCM akzeptabel sind, Flaschen. Ja, das stimmt. So, Gougar ist auch eingeholt, das heißt, wir haben jetzt nur noch Fossek und Chavez vorne. Der sich auch die dritte Bergwertung heute geholt, die der ersten Kategorie. Damit haben wir jetzt noch 52 Kilometer ins Ziel, die meisten davon sind flach und dann gibt es eben nochmal eins Berg am Ende. Bin ich mal gespannt, was da passieren wird. Alles kann passieren, nichts muss. Weißt du, wie ich meine? Ist so, Bruder, du hast voll recht, ich nicht. So sieht's aus. Weiß jemand, wie den Sache zu laufen hat. Gut, aber du bist doch jemand, du hast doch die Courage, das zu sagen. Die Courage, das zu sagen. Aber Gonçalves hält hier echt gut durch, hat immer noch 1,44 Vorsprung. Läuft auf jeden Fall, muss man einfach so sagen. Eier, Gonçalves hat Eier.
So sieht's aus. So, jetzt gibt's wieder eine Attacke von Chris Fruit, mein Spaß. Ich fährt zum Glück nicht mit. Ich mag ihn. Chris? Ja. Bester Mann, sag ich dir, das ist. Ein waschechter Champion. Er ist echt ein waschechter Champion, mehr kann man sagen. Armstrong, sein Vater. Wenn er nicht sogar besser war. Er ist. Also rein mein... von Erfolgen her noch nicht. Ja, ne? Doch, Armstrong hat überhaupt keinen Erfolg. Was denn? Ja, wenn man es so sieht. Oder wenn man es so sieht, ist fast jeder Fahrer erfolgreicher als der Hurensohn, Alter. Eigentlich schon, ne? Ja, gut, klar. Aber wenn man es so sieht, dann kann man auch eigentlich fast jedem Fahrer die alle Erfolge aberkennen. Das war jetzt auch noch ein Witz. Ja. Ob die jetzt von der. Es wäre mal eigentlich interessant gewesen, wenn Froome gegen Armstrong gefahren wäre. Wäre da wohl schneller gewesen wäre. Ich glaube halt einfach. Das ist ja, ich denke mal, das ist ziemlich ähnlich wie beim Fußball. Man sagt ja auch immer alle Beckenbauer und hier und da. Aber ich sag dir ehrlich, alle Fußballer, die man heute kennt, die jetzt auf dem Niveau so Real Madrid, Barcelona sind und sowas, ja. Die sind alle, auch ein Piqué wird wahrscheinlich viel, viel stärker sein, als ein Beckenbauer es jemals war. Einfach weil der moderne Fußball so schnell und so technisch stark geworden ist, weißt du, im Gegensatz zu früher. Hm. Ich denke mal, beim Radsport ist es auch einfach schneller geworden alles. Schneller ist als zum Beispiel in den 2000er Jahren oder in den 90ern, kann ich jetzt nicht sagen. Kann sein, aber ja, ich weiß nicht. Aber ich sag mal so, also ich glaube so, also Fußball, ne? Ja. Also ich glaube zum Beispiel so Maradona, der wäre nicht so ein Star gewesen in der heutigen Zeit, wie er es halt ist, ja, weil er damals hat. Das kann weil, nicht gut sein. Und es ist auch so, also klar, alle sagen Pelé und der dicke Ronaldo, aber es gab halt einfach nie so einen Stürmer wie jetzt CR7. Gab's einfach nicht. In meinen Augen. Mhm. Und. So kam das. Ja, ist schwer zu beurteilen, ne, weil der Fußball halt damals anders war. Ja, ich meine, anders. Es ist halt wirklich schwer zu vergleichen. Weil die Fußballer von damals, wenn heute aufgewachsen wären, würden sie ja auch anders spielen. Und ich denke mal, im Radsport ist halt auch, ich weiß, aber ist die Konkurrenz nicht höher als früher? Was Topfahrer angeht? Weiß ich nicht. Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Das, keine Ahnung. Guck mal, alleine, was für Babas. Was für Babas. Nein, ich sag nur. Aber wenn ich so an die Tour de France 2003 denke, da waren auch einige gute dabei. Die auch alle ja, Bruder, ich meine nicht 2003, ich rede schon ein bisschen von mehr früher. Oh ja, mehr früher war ich noch nicht dabei. Da kann ich nicht mitreden. Da müsstest du Jean-Claude fragen, der kommt immer mit so 80ern und so. Sound muted, sound resumed. Der kennt sich da gut aus. Aber ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt gerade mal auf die letzten 5 Kilometer. Gerne. Also, Gonçalves ist mittlerweile eingeholt, das war jetzt nicht so überraschend. Am Berg war er noch nie der Beste. Und Oma Freile macht gerade das Tempo für Dimension Data, für Morten. Wir schauen mal, dass Santa Romita hier nicht komplett abkackt. Simon und Brajkovic sind leider schon weg. Die können hier nicht mehr helfen. Das ist auch schwierig hier mit so einem Feld, das halt komplett aus Erstliga-Teams besteht. Ja. Da mitzuhalten, das ist schon eine feine Sache, sag ich mal. Schwierig, ne? Vorne ist jetzt Freile ein bisschen kaputt, aber Robert Resing macht jetzt das Tempo. Und das wird hier gerade alles ein bisschen zu schnell für Santa, habe ich das Gefühl. Es sind jetzt noch 2 Kilometer, aber jetzt geht er hier schon in den roten Bereich rein. Das ist nicht gut. Schauen, dass wir hier irgendwie einigermaßen mit den Kräften haushalten. Also mit dem Sieg wird es auf jeden Fall nichts. Das können wir jetzt schon mal sagen. Letzter Kilometer für Santa Romita. Jetzt einfach gucken, dass wir nicht komplett in den schwarzen Bereich reinfahren.
Ja, Patrick Konrad gewinnt die Etappe vor Robert Hesing und Miguel Angel Lopez. Sag mal, auch nicht schlecht. Wäre jetzt vielleicht nicht das Ergebnis, mit dem ich gerechnet hätte, aber okay. Es ist halt Oktober. Weißt Soll du? Er Maya zeigen, gell? Ja, ist so. Aber der Konrad, der fährt auch beim Giro momentan voll stark, gell? Fährt er immer vorne mit bei den Bergetappen. Ja? Der Patrick Konrad. Ja. Schon der hart. Fährt echt gut. Der ist schon hart, ey. Vor allen Dingen, ich habe auch so langsam das Gefühl, da der Formulo ja schon richtig viel Zeit verloren hat, ist der jetzt der Captain bei Bora. Ja, Formulo hat halt auch heute glaube ich, hat er auch wieder verkackt, ne? Echt? Ja, sowas ist verkackt, aber er hat halt am Ende als Topfahrer halt dann wechseln. Ja, gut, da war nicht dabei. Aber da war auch Konrad nicht mehr dabei. So, okay, gucken wir mal zur Siegerehrung. Also, Patrick Konrad gewinnt der Weltmeister. Das ist so seltsam, aber er ist Weltmeister hier im Spiel. Vor Robert Hesing und Miguel Angel Lopez. Dann Jack Haig, Lachlan Morton, Marc Soler wird Sechster. Siebter wird Dechent, Achter Giovanni Visconti, Neunter Wadat Stanislavski und Zehnter Ruben Fernandes. Damit führt in der Gesamtwertung der Österreicher Konrad vor Hesing und Lopez, also praktisch das heutige Etappenresultat mehr oder weniger. Und in der Bergwertung führt José González mit 18 Punkten vor Patrick Konrad, der hat 12. Und Ryan Gibbons aus Südafrika ist Dritter mit 8 Punkten. In der Sprintwertung führt Bonifacio weiterhin vor Trentin und Tosh van der Sande. In der Nachwuchswertung führt jetzt Miguel Ángel López vor Morten und Jack Haig. Carthy ist dort Sechster, mal so am Rande erwähnt. In der Teamwertung führt Movistar vor Oeka und Quickstep. Also schon ein bisschen überraschendes Resultat, muss ich sagen. Ja, ich hätte absolut. Eigentlich eher so einen Miguel Ángel López oder einen Soler vorhin gesehen, aber... So. War der Lopez eigentlich heute am Ende komplett mit vorne dabei? Weil der war bis zum Ende, weil er hat nochmal attackiert der gehabt hatte und dann. Attackiert, ja. Also er war nicht ganz vorne dabei, aber ich weiß nicht, wie viel Zeit er verloren hat. Das kann ich jetzt nicht sagen. Naja, Santa Rumita wird auf jeden Fall 12. und ist in der Gesamtwertung damit jetzt 15. mit 2 Minuten 21 Rückstand. Also schon ein ganz schöner Batzen, muss man so sagen. Wer sind das hier? Ach du Scheiße, ich sehe hier gerade, dass ein Theodore Yates die Nachwuchsdingens hier von Paris Tour gewonnen hat. Also er wächst auch schon der nächste Yates heran, ne, damit es nicht langweilig wird. Das ist doch schön. Okay, ich würde sagen, wir sind dann bei der nächsten Etappe. Die nächste wird hügelig. Genau, so leicht hügelig. Gibt eine kurze Steigung vom Ziel. Das ist eigentlich was. Das könnte was für Santa sein. Schauen wir mal. Hast du noch irgendwas Intelligentes zu sagen? Jungs, Döner macht schöner. Das ist erwiesen von Atatürk. Oder wie Tanzverbot sagen würde, das ist ja erwiesenermaßen erwiesen. Genau. Ja, genau. So kann man den Sachen sagen. Okay. Dann macht's gut, gell? Haut rein, ihr Süßen.